Hey ho, meine Lieben, was habe ich vorher gesagt im ersten Video? Ich mache noch was Leckeres und genau das tue ich jetzt. Ein Erdbeer, Banane, Pistazie, Milchshake mit Vanilleeis. Aber ich muss zuerst noch die Erdbeeren ein bisschen antauen lassen, weil die habe ich nur gefroren bekommen. Aber danach geht es da drüben weiter in meiner kleinen, aber feinen Küche. So Leute, ob mir hier die Mum 5 gleich um die Ohren fliegt mit dem Aufsatz, ich weiß es noch nicht. Hier habe ich jetzt die Erdbeeren, Banane, alles Banane oder was. Das wird reichen. Davon aus. Mehr brauchen wir da jetzt gar nicht. Oder doch, das sehen wir nachher. Ach, komm. Bevor ich jetzt die halbe Banane rumliegen habe, mache ich mal gleich ein bisschen mehr und habe danach Bauchschmerzen. Gut. Weg damit. So. Dann haben wir hier unsere Pistazien, Vanilleeis, Cremissimo, das ist mir heute auch noch hinterher gelaufen. So, tja, ein bisschen Milch und was brauchen wir höchstwahrscheinlich noch, weil ich ja so ein Zuckersüßer bin, na klar, ein Zucker. Gut, dann richte ich jetzt mal hier die Cam neu aus, dass wir das auch sauber beobachten können und dann geht's los. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird hier. So, der ist fest. Scheiße. Aha, das Ding dreht sich schon mal. Funktioniert, dann hauen wir jetzt erstmal ein paar Pistazien rein. Jetzt bin ich ja gespannt, ob die sich da drin noch so richtig schön klein bröseln lassen. Nein, funktioniert nicht. Oh, fangen wir ganz einfach mit dem Erdbeeren an. Oder machen mit den Erdbeeren weiter. Für die Pistazien sind dann eindeutig die Messer zu hoch. Ah, jetzt kommen sie hoch. Sehr gut, sehr gut. Banane mit rein. Sieht doch schon mal gut aus. Also ich weiß, dass ich ein Süßer bin. Dass ich ein sehr Süßer bin. Bitte weggucken. Muss keiner wissen, wie viel Zucker ich mir da reinhau. So. Dann kommt jetzt erst einmal noch ein Schlucki Milch rein. Auf erster Stufe. Hey, das funktioniert ja. Sehr geil. Jetzt müssen wir aufmachen. Und jetzt kommt mit die wichtigste Zutat. Ins Vanilleeis. Mächtig viel und das reichlich. Oh, da lasse ich mich nicht lumpen. So. Oh, ich liebe Vanilleeis. Das bringe ich aber jetzt ganz schnell wieder in die Kühlung.
So, nochmal das Deckelchen drauf. Ja. Du drehst dich schön, du Sauding. Kleinere Eisbrocken wären vielleicht auch nichts verkehrt. Boah, geil. Richtig, richtig geil. Aber da kann man noch definitiv noch ein bisschen Milch reinhauen. Dann habe ich nämlich auch mehr davon. Oh, was klingelt jetzt bei Wecker? Oh, geil. Das gefällt mir. So, Freunde, das einzige Glas, was ich da habe, was jetzt halbwegs geeignet dafür war, ist mein Bacardi-Glas. Also da werde ich mir auch noch ein paar Gläserchen organisieren für solche Scherze. So. So. Haha, und jetzt machen wir noch ein geiles Probiererchen. Und ja, ich habe da hinten noch nicht aufgeräumt. Ist mir wurscht, mache ich nächstes Jahr. Das ist mal richtig geil. Einfach so auf die Schnelle. Gut, die Idee habe ich halbwegs unten von diesem Laden, wo ich mir ab und zu sowas mal fertig hole. Aber das selber gemacht ist auch geil. Und wisst ihr, wo ich das jetzt fertig schlürfe? In meinem Silvester-Livestream, der ja für euch quasi schon gelaufen ist. Also, Tschaikowski, wir sehen uns. Ich gehe jetzt auf meinen PC-Stuhl und tu genießen. Ciao, ciao.